5 Minuten angekommen und hab ja mit einem Fuchs gerechnet, vielleicht auf dieser frisch gemähten Wiese. Aber mit einer Wildkatze habe ich nicht gerechnet, obwohl ich letztes Jahr hier schon die eine Wildkatze beobachtet habe, die ich allerdings für einen Luchs gehalten hatte. Peinlich, peinlich. Und jetzt hier an derselben Location, da finde ich wieder die Wildkatze. Also letztes Jahr war sie noch weiter hinten an einer Wiese. Jetzt ist die Wildkatze hier hinter diesem Horizont hier verschwunden, ein bisschen weiter nach hinten gelaufen. Und ich kann sie gerade nicht mehr sehen. Ich werde gleich ein bisschen weiter in die Richtung gehen. Hab mich schon fast eine Stunde an diese Location hier angeschlichen. Okay, also die letzten 10 Minuten bin ich geschlichen. Und davor bin ich auf Forstwegen auch recht leise gegangen, weil es immer wieder sein kann, dass Rehe oder Füchse den Weg queren. Und ich konnte die Wildkatze gerade schon schön filmen, ein bisschen länger. Für Fotos war sie noch zu weit weg. Das wäre ja ein absoluter Traum, wenn ich schöne Fotos von ihr bekommen könnte. Und ich bin mir natürlich nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Wildkatze ist. Da bin ich kein Experte. Aber ich glaube, sie erfüllt die Kriterien. Die haben ja einen breiteren Kopf als Hauskatzen, einen recht langen Schwanz und gestreiftes Fell. Am Schwanz vor allen Dingen diese Streifen. Die Kühe da hinten, ganz neugierig, haben sich tierisch gefreut, als ich hier angekommen bin. Kriegen wohl nicht oft Besuch. Na gut, dann schauen wir jetzt mal, ob ich die Wildkatze wiederfinden kann und vielleicht ein Foto von ihr bekomme. Jetzt hier an der Hecke entlang geschlichen und hab sie wieder gefunden. Da oben, wo auch so ein Jägersitz ist, da ist sie einmal entlang gegangen und pirscht da auf der Wiese entlang, eindeutig auf der Jagd, wie ein Fuchs wahrscheinlich nach Mäusen.
Ich habe so ein Glück. Hinter dem Baum, da ist die Wildkatze. Und ich konnte sie jetzt schon 15, 20 Minuten lang beobachten, wie sie hier ihre Runden dreht und jagt. Fotos habe ich gemacht. Oh, ich bin so glücklich. Slow-Motion-Aufnahmen, normale Videoaufnahmen. Und ich habe mich jetzt hier angepirscht und hatte sie zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Und dann stand ich hier mitten auf der Wiese, als ich sie wieder gesehen habe. Und sie war ganz schön nah. Und da dachte ich, oh Mist, aber ich habe so ein Glück, dass sie mich nicht bemerkt hat und einfach weiterjagt. Hat auch nicht so richtig in meine Richtung geguckt. Und ich bin total fixiert auf diese Katze. Hier könnte sonst irgendwas passieren. Eine Fuchsfamilie könnte hier auf die Wiese kommen. Ich würde es nicht mitkriegen. So, jetzt hat sie mich doch bemerkt. War ja klar, so ein Glück kann man einfach nicht haben. Mitten auf der Wiese war ich hier. Und jetzt hat sie mich bestimmt 3-4 Minuten lang angestarrt und die Ohren zu mir gerichtet, genau zu mir. Ich war zwar so ein bisschen hinter den Zweigen und Blättern versteckt, aber sie hat halt trotzdem wahrscheinlich was gehört. Und deswegen ziehe ich mich jetzt wieder zurück. Sie ist nicht weggelaufen. Sie müsste da immer noch sitzen. Kann sie jetzt nicht mehr sehen, aber ich hoffe mal, dass sie da jetzt in Ruhe weitermachen kann. Zwischenzeitlich dachte ich, huch, ist da vielleicht noch eine zweite Wildkatze, aber das war wohl nur so ein Heuhaufen. Da hinten kann man hoffentlich dieses gemähte Stück Wiese erkennen. Hab gerade noch mal geschaut durch die Kamera. Die Wildkatze sitzt da noch. Ich bin hier einmal wieder zurückgelaufen und die Wildkatze hat auch genau zu mir geschaut. Also die hat scheinbar richtig gute Augen. Das sind nämlich 150 Meter oder vielleicht noch mehr. Also es ist wirklich ziemlich weit weg. Und jetzt sehe ich von hier allerdings, wie sie da wieder bergab geht und weiter jagt. Was für ein toller Abend, was für eine Begegnung. Und sie hatte so richtig entsetzt in die Kamera geschaut, zu mir geschaut. Also da kann man wirklich sehen, was für eine Angst Wildtiere vor Menschen haben. Das ist unglaublich. Das blanke Entsetzen war das, was man in ihren Augen sehen konnte. Das tat mir echt leid und für mich nochmal ein weiteres Indiz, dass es wirklich eine Wildkatze und keine Hauskatze ist. Aber ich bin mir sicher, dass einige Experten sich dieses Video anschauen und dann ihre Einschätzung dazu in die Kommentare schreiben. Das war zumindest auch bei dem letzten Video so, wo ich die Wildkatze für einen Luchs gehalten habe. Und da waren die meisten auch der Meinung, dass das eine Wildkatze war. Ich weiß nicht, ob das dieselbe ist. Könnte sein. Ja, also besser hätte es nicht laufen können. Das war schon wirklich unfassbares Glück mal wieder. Eine frisch gemähte Wiese, eine ganz kleine, die einzige frisch gemähte weit und breit, mitten in einem riesigen Waldgebiet. Dann kann man auch mal Glück haben, wie es aussieht. Ich möchte den Abend und diese Anpirsch-Aktion nochmal Revue passieren lassen. Es ist einfach so viel in ganz kurzer Zeit passiert. Zuerst hatte ich sie von ein bisschen weiter weg gesehen, hinter der Kurve, und dann sofort gefilmt, sofort die Gelegenheit ergriffen und ein paar Fotos gemacht. Und danach habe ich erst zu euch gesprochen und dachte, puh, ob ich sie jetzt überhaupt wiedersehe, fraglich.
Oft ist es nämlich so bei Füchsen zum Beispiel, wenn sie einmal hinterm Hügel, hinter der Sichtlinie, dem Horizont verschwinden, dass man sie dann nicht mehr wieder sieht, weil sie einen dann vielleicht doch gerochen haben oder gehört. Aber dann habe ich sie wiedergefunden und sie ist dann weiter hangaufwärts gelaufen, ich ihr hinterher. Und dann habe ich sie wieder aus den Augen verloren und bin dann so am Rand entlang gelaufen, dass ich nicht so ganz auffällig mitten auf der Wiese bin. Aber dann hatte ich da irgendwas gesehen, dachte, das wäre die Katze gewesen, und bin dann doch mitten auf die Wiese gelaufen, dass dieser Baum, der mitten auf der Wiese stand, zwischen mir und der Katze ist und Sichtschutz bietet. Und dann habe ich aber doch weiter rechts die Katze gesehen und das, was ich vorher gesehen hatte, war wahrscheinlich gar keine Wildkatze, sondern mal wieder nur so ein Heuhaufen. Und dann dachte ich, oh Mist, jetzt stehe ich hier mitten auf der Wiese, jetzt muss sie nur einmal zu mir gucken und dann ist hier alles vorbei. Aber zum Glück hat sie nicht zu mir geguckt, ich konnte wieder hinter den Baum gehen und mich da ein bisschen verstecken, sie noch länger beobachten. Ah, wirklich ein Traum. Bin also dem Jäger, wie er auf der Pirsch war, selbst hinterher gepirscht. So gut gelaufen. Dann hat sie mich dann doch bemerkt und ich freue mich riesig darüber, dass ich mich zurückziehen konnte, ohne dass sie davon gelaufen ist und dass ich sie vertrieben habe. Also mehr hätte ich mir wirklich nicht wünschen können. Klar, wäre noch besser gewesen, wenn sie mich überhaupt nicht bemerkt hätte, aber so bin ich zufrieden, auf jeden Fall. Im Solling gibt es verhältnismäßig viele Wildkatzen, zumindest mehr als andernorts. Wahrscheinlich ist das in den meisten großen Wäldern der Fall, dass da auch mehr Wildkatzen leben. Ich habe auch gelesen, dass im Solling Naturfotografen mit Baldrian arbeiten und ansitzen, Stäbe in den Boden rammen, den mit Baldrian bepinseln und dann warten, bis eine Wildkatze da ankommt. Bin ich doch happy, dass ich jetzt keine diversen erfolglosen Ansitz-Sessions hinter mir hatte und warten musste, bis eine Katze kommt und mit Baldrian arbeiten muss, sondern einfach hier mal in den Wald spaziert bin. Ich habe gehofft, dass ich eine Wildkatze finde, aber im Leben nicht gedacht, dass das wirklich passiert. Ich hatte sie ja letztes Mal hier gesehen und habe gedacht, ein Fuchs vielleicht. Und dass hier eine Wiese frisch gemäht ist, das hätte ich auch nicht gedacht. Also sehr, sehr gut gewesen. Jetzt laufe ich hier noch weiter durch den Wald. Die letzten Kilometer ist schon ganz schön dunkel jetzt. Sieht man nicht so auf der Kamera, die hält das Bild, mein Gesicht sehr stark auf. Und vielleicht bekomme ich ja noch irgendwas vor die Kamera hier, läuft noch irgendwas über den Weg. Ansonsten soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen, was auch immer ihr tut. Habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis nächstes Mal. Tschüss. Thank you.